willkommen zurück bei mir TR Pictures Gaming. Ich starte direkt weiter hier. Ja. Zweite Hälfte von dieser schönen Fraktionsmission. Unter die ersten drei kommen auf dem Golden Hills Racetrack. Ein sehr schönes Rennen. Macht unheimlich Laune hier auf jeden Fall. Obwohl 20 Runden ja doch schon fast ein bisschen viel ist, da sind wir ja nicht beim Nesca oder so. Aber Spaß machen tut's allemal. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich innerhalb dieser Rennen jetzt auch theoretisch sein Auto wechseln? Also natürlich in ein anderes, nur was auch dem Rennen entspricht. Ich glaube nicht, ne? Nein, 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 nein. Okay, stell wieder um. Ich darf den dritten Platz auf keinen Fall verlieren. Denn alles dahinter wäre schlecht. Würde nicht bedeuten, dass ich die Mission nicht gewinne. Also nicht bestehe. Gewinnen dann schon mal gar nicht. Sie aber flott hinten an. Der eine war anfangs die ganze Zeit vorne. Jetzt ist der Vorletzte. Ist ja auch mal interessant. So kann es passieren. Oh, Mist, ey. Das ätzende Lenken hier. Schnell. Man darf hier echt gar nicht lenken in diesem Spiel. Man darf echt bloß nicht auf die Idee kommen, wenn man in eine Richtung zu weit gelenkt hat, wieder gegenzulenken. Das erlaubt dieses Spiel nicht und das liegt halt hauptsächlich an diesem leichten Input-Lag. Weil dadurch halt, wenn man dadurch halt falsch getimed halt gegenlenkt und das führt dann zum sehr großen Ausbrechen. Das habe ich zum Beispiel jetzt gerade wieder nicht verstanden. Ich habe eigentlich gerade super die Kurve genommen und diesmal habe ich auch nicht gegengelenkt oder so. Es wäre jetzt nur echt blöd, wenn ich die jetzt nicht mehr einholen kann, weil und 20 Runden rennen ist schon dann immer blöd. Denn wie wir wissen, ist es hier generell sehr schwer, wenn man einmal nach hinten gelangt ist bei The Crew, dann noch wieder irgendwie nach vorne zu kommen. Ist ein bisschen schade. So bleibt es dann letztendlich doch wieder bei, wie bei Need for Speed Underground 2, das früher war und das mich da schon immer gestört hat, dass man eigentlich halt keine Chance hat, auch mal Sachen zu gewinnen, indem man unter die ersten drei kommt. Da war es halt so, dass man dann generell einfach nicht gewonnen hat. Hier ist es so, dass man bei manchen Rennen schon gewinnen kann, wenn man unter die ersten drei kommt. Aber was bringt einem das, dass es theoretisch geht, wenn man eigentlich keine Chance hat, wieder aufzuholen, wenn man einmal nach hinten rutscht ist. Das war jetzt mal ganz gut ausgebadet. Martin muss echt vorsichtig sein, ich bin jetzt abgekommen.
Ich wollte auch nicht schon wieder, dass der Wagen komplett von der Strecke geschleudert wird. Das muss doch irgendwie gehen, noch die wieder einzuholen. 500 Meter, ich glaub's nicht. Kann irgendwie nicht angehen. Wie können die 500 Meter funken? Ich habe hier bei diesem Spiel immer wieder das Gefühl, dass irgendwie die NPCs nicht unter denselben Bedingungen fahren, die irgendwie nicht dieselben Bedingungen vorgeschrieben haben wie man selber. Als Spieler. Mit der Bedingung meine ich jetzt halt, also damit meine ich jetzt halt Bedingungen physikalischer Art halt, hier mit der Fahrphysik und so weiter und so fort. Man hat das Gefühl, die NPCs werden halt von manchen Sachen einfach nicht beeinflusst, von denen man selber halt schon beeinflusst wird. Könnte immer noch dran gefeilt werden. Vielleicht passiert es ja auch noch mal innerhalb des großen Updates. Wer weiß. Bezweifle ich aber eher, da halt wohl immer noch genug Leute das schaffen, die Mission. Und wie gesagt, also generell finde ich es ja auch schön, dass sie ein bisschen schwieriger sind. Nur die Art der Schwierigkeit gefällt mir nicht ganz so mit diesem, dass man halt das Gefühl hat, die NPCs sind halt deutlich im Vorteil. Ich muss sagen, da kann ich auch nur wieder sagen, auch das, es lässt sich natürlich nicht vergleichen, weil das eine Simulation ist, aber bei Project Cars ist auch das, also das Balancing finde ich sehr gut, weil da kann man halt wirklich gut seinen Schwierigkeitsgrad einstellen, der für einen gut ist, der einen herausfordert, aber mit dem man trotzdem noch regelmäßig gewinnen kann. Und wo das dann halt auch eigentlich in keinem der verschiedenen Schwierigkeitsgrade irgendwas unrealistisch wirkt, in Form von, dass da irgendwie eine Unfairness besteht oder so. Das Einzige, was da ist bei Project Cars, ist, was inzwischen, glaube ich, auch behoben wurde, dass bei Regen teilweise die Gegner deutlich weniger stark von der nassen Fahrbahn beeinflusst wurden als man selber. Aber wie gesagt, ich glaube, das hatte ich gerade gelesen, dass das jetzt gepatcht wurde. So, dann holen wir uns jetzt mal diesen Mustang. Na, vielleicht kommen wir ja doch noch wieder vor. Obwohl die anderen schon sehr weit weg sind. Nein, warum ruckelt es denn jetzt? Sehe ich keinen Grund für. Ich meine, der Frame-Limiter funktioniert auch ein bisschen zu gut fast, ne? Ich habe hier wirklich dauerhaft exakt genau 30 FPS.
Mist. Jetzt überholt er mich gleich wieder. Das ärgert mich jetzt schon ziemlich, dass das so kommen wird. Ah, da habe ich ihn noch ein bisschen wieder abgedrängelt. Okay, das ist ganz gut. Also, und vor allem, man muss sie halt schon ein ganzes Stück früher teilweise gegenlenken, ne? Weil sonst halt durch die Verzögerung zu spät ist. Das ist auch noch so ein Punkt mit dem Gegenlenken. Los! Wir schaffen das. Es muss einfach klappen. Noch 200 Meter, das ist gut. Dann kriege ich den vielleicht auch gleich. In der nächsten Runde kann es drin sein. Vielleicht, das wäre ganz schön. 12 von 20. Hm. Ich kann ja auch letztendlich in der letzten Runde dann noch Dritter werden. Also so ist ja nicht, aber... Dann kann man wenigstens nicht mehr so leicht wieder überholt werden, aber... Das wäre natürlich auch schön, wenn man schon früher... aufsteigt. Alter, geht dem Wagen der Sprit aus oder so? Der Motor klingt langsam ein bisschen gelangweilt. Ich meine ja, okay, wie gesagt, ne, die besten Motoren-Sounds sind das hier auch nicht, aber... Das sind hier doch 400 Meter. Das liegt nur daran, dass sie hier auf der anderen Seite und dadurch nicht so weit entfernt war. Huch, dadurch war kurz ein Frame-Einbruch. Aber mir ist immer noch lieber, ich habe selbst mir ist immer noch lieber, wenn ich dann auch halt mal einen gesamten Frame-Einbruch habe, auch in-game, als wenn ich zwar in-game alles flüssig habe und dafür das Video aber die ganze Zeit laggt, das ist ja auch nicht toll. Denn das bringt mir dann gar nichts, wenn ich die ganze Zeit nur so eine Ruckel-Videos habe. Dann lieber so. Und dann direkt von der Strecke runter. So muss es sein. Ja, und der ist natürlich jetzt auch echt so. Oh, wie ich es hasse. Hmm.
klingelt gerade mal bei mir das Telefon. Schau. Ich kann gerade schlecht hier unterbrechen. Yes, man. Nein! Oh, ganz knapp. Das war jetzt knapp. Nein, nicht runter. Nicht runter. Mehr als knapp. Denn runter gewesen von der Strecke. Oh. Schön die Curbs hier mitnehmen. Ist immer gut. Ich muss sagen, hier bei Betrüber, diesen Manövern hier, habe ich immer irgendwie Angst, mein Lenkrad geht kaputt. Ich höre sonst mein Lenkrad nie so eine Geräusche machen wie hier. Normalerweise macht mein Lenkrad fast gar keine Geräusche. Das ist auch echt der größte Mist hier mit der Steuerung. Sofern sie das halt mit dem, sie überarbeiten ja, sie wollen ja das Handling-Model nochmal überarbeiten, ne? Aber sofern sie das irgendwie hinkriegen, dass es halt wirklich, sie das wirklich komplett loswerden, ja, dann sollen die das bitte machen. Wenn sie diesen Input-Lag-Kram so loswerden können. Auch das hier, dass ich mein Lenkrad nicht bewege, ich fahre dann zwar auch nach vorne, aber Mr. Alex hier zittert trotzdem noch mit seinen Händen rum wie sonst was. Oha, nur noch 4 Runden. Ich glaube, das wird nichts mehr. So ein Mist, wenn das jetzt mal keine verschwendete Zeit war, weil ich will es aber auch nicht direkt nochmal fahren, so ein 20 Runden Rennen. Das ist irgendwie auch nicht spaßig. Ich glaube es nicht und direkt wieder gedreht. Nur einmal Ruf da und... Nur zur Info, ich habe das Lenkrad gerade losgelassen. Das ist mir zu doof. Schade. Gleich 2 Folgen. So, dass man sie vergessen kann. Unter 10 Minuten lässt sich machen. Nein, will ich gar nicht. Jetzt also. Probieren wir doch mal das. Das können wir nochmal machen. Vielleicht ist das nicht ganz so schlimm.
So. Wir brauchen ein Raid-Fahrzeug. Also Rallye. Und was könnte sich da besser eignen als der Race Touareg? Ich finde, ich habe auch im Moment kein hübsches Raid Car. Ich finde, auch wenn ich das cool finde mit dem Fokus, aber der Fokus ist als Raid Car, finde ich, mit diesen abgesägten Kotflügeln da, sieht der irgendwie echt hässlich aus. Und der hier ist halt ein echter Paris-Dakar Rallye-Wagen. Ich könnte mir auch den Raptor nochmal irgendwann als Raid tunen, aber... Ach so ein Scheiß hier, uiui, das wäre auch spaßig. Das kann ja auch so besonders gut. Oh, wie viel Zeit habe ich? Oh, yeah. Generell bin ich ein enormer Fan von allen Sachen, die nach Zeit gehen. Und dann halt noch sowas hier, wo noch... Zeit und Präzision, diese Kombination ist sowieso meine Stärke. Jetzt fahr schon. Wo geht's denn hier weiter? Ach, da. Noch 2 Minuten, okay. Was? Die müssen wir noch mitnehmen. Besser kann ich es zum Beispiel nicht. Aber ich finde, ich schlage mich jetzt auch gerade gar nicht so schlecht. Diesmal waren es 3, die ich auch mitgenommen habe. Sehr schön. Manchmal kriegt man es ja doch dahin. Wo geht's weiter da hinten? Meine Güte, das macht ja hier glatt richtig Spaß hier. So eine schöne Rallye-Nummer hier. Da habe ich aber schon wieder einen liegen gelassen. So ein Mist. Also 60 von 70 muss ich nur zerstören. Oh, das ist ja blöd. Dann hätte ich die ja mal liegen lassen können. Ich Zeit gespart, hätte ich schon viele liegen lassen können. Ich meine, ich habe dann ja 10 frei sozusagen. Wie viel bin ich denn? 39, oh Gott. Das war aber knapp. Noch 30 Sekunden. Oh nö, komm schon. Schade. 10 zu wenig eben mal kurz. Aber das könnte ich fast hinkriegen. Achso, ist jetzt doch eine schwere Mission gewesen nachher. Aber das... Die kommen mir gerade leichter vor als die andere. Ich finde, das könnte gehen. Das kann man hinkriegen. Los. Sehr gut. Im Moment funktioniert es gerade gut. Oh,
Boah, super! So gut bin ich selten bei was. Alle drei gekriegt. Sehr schön. Hier links geht's weiter. Nice. Und jetzt ist gerade das Fassfeedback gut hierfür zumindest. Denn jetzt ist es zwar so, dass man die Motoren spürt, muss ich zugeben, aber nicht wie vorher so schlimm heftig ruckig, dass ich das Gefühl habe, mein Lenkrad geht kaputt. Das habe ich die alle mitgenommen? Ja. Sind tatsächlich alle mitgekommen. Schön. Ich werde nochmal richtig gut da drin. Hammer! Und das von mir? Ah, komm, lass mir zweimal stehen. Mist. Okay. Ich bin die hier. Cool, Mission erfüllt. Hammer. Das ist doch mal was. Gangster. Anfänger, Gangster, wollte auch immer fortfahren. Das war doch mal was. Palm Springs. Wieder, wenn noch nicht. Aber da habe ich doch neulich von aus, bin ich doch zur mexikanischen Grenze gefahren. Palm Springs. Welcome to Palm Springs. Na gut. Okay, ich würde sagen, warum sehen wir uns nicht einfach in der nächsten Folge wieder? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Jetzt sehen wir mal, wie groß der Wagen ist. Achtung, hohe CPU, AU. Ach, schön, dass es jetzt ist. Gott, dann haben wir, ich habe mal Glück gehabt. Gut, dann würde ich sagen, ich kann ja noch 2 Minuten machen, dann sind es genau 30 Minuten. Der Part. Vielleicht, weil es ein bisschen heavy hier ist. Mal kurz. Das wollen wir mal ein bisschen reduzieren, ja. Wo ist denn der normal? Ich finde, wir reduzieren das mal hier auf die normale Edition, ja. Okay, also dann bis zur nächsten Folge. Da sehen wir uns dann, denke ich, wieder. Tschüss!